Stange werfen. Kommt bitte nach vorne. Wie merkst du dir? Gibt's diese Klassiker, suchst du dir eine Geschichte, denkst du dir eine Geschichte aus und wie merkt man sich das so schnell? Ich habe versucht, mir das Bild zu merken, einfach nur, wie es da ist. Deswegen hatte ich bei Namen, Zahlen und hier Städte ein Problem mit meiner Taktik. Aber ja, okay. Gut, hier Tiere und sowas, das. Aber sehr, sehr gut. Und du hast zumindest nicht aufgegeben, du hast es zumindest immer versucht. Ich habe ja gesehen. Ja, ich war mal kurz davor, aber ich habe dann bei den Namen gemerkt, das ist so. Ja. Ja, also da wollte ich mir lieber sicher sein, aber nee, das muss man, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt mit dem Geschick aussieht. Stange werfen. Also, ihr müsst die Stange auf die Halterungen werfen. Auf jede Halterung muss eine Stange liegen. Die Reihenfolge ist völlig egal, wo ihr anfangt, wie ihr anfangt. Ihr werft immer abwechselnd. Wer trifft, ist dann nochmal dran. Wer als erster auf jeder Halterung eine Stange liegen hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, man kann gewinnen, ohne dass der andere überhaupt wirft. Ja. Ja, der anfängt zum Beispiel, kann eigentlich, beziehungsweise wenn der anfängt, der andere hat noch einen Nachwurf. Okay. Das ist, Blau Steffen fängt an, da ist deine Seite. Die Linie darf natürlich nicht übertreten werden, ansonsten darfst du dich gerne rüberbeugen, aber nicht. Also das ist auch übertreten, oder? Das ist auch übertreten. Okay. Also nicht die Linie berühren. Okay, gut. Wie gesagt, ob du unten anfängst, oben anfängst, Mitte, völlig egal. Ah, okay, alles klar. Egal, wo man das anfängt. Das ist völlig egal. Alles klar. Manchmal ist auch Glück dabei, wenn man nach oben wirft, die bleibt unten hängen. Also 5 Stangen müssen da in diesem Gerüst platziert werden. Klar kommt es darauf an, dass ich die Stange gerade werfe, sonst kann sie nicht liegen bleiben, logisch. Das war nichts. Das war nichts. Nee. Jetzt kann es theoretisch sein, Patrick, okay. Wenn du alles schaffst, dann hast du sofort das Spiel gewonnen. Aber mach es erstmal. Das Tückische ist, dass es leichter aussieht, als es tatsächlich dann hier unten ist. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Oh, den legt er schön oben hin. Und damit darf Patrick noch ein weiteres Mal ran. Das ist nicht nur. Wenn ich die jetzt blöd runterschieße, ist Kacke. Muss ich nochmal. Nee, das zählt als. Das zählt jetzt. Okay. Aber das ist eh nicht, Mann. Du hast eine große Spannweite, sehe ich gerade, mein lieber Mann. Der kann das fast reinhängen. So, mir gefällt auch diese Auftaktbewegung gut. Okay. Steffen mit seinem zweiten Versuch. Die unten sind wahrscheinlich ein bisschen leichter zu nehmen. Ja. Schaut noch ein bisschen kritisch rein. Auf jeder Stange liegen. Also wenn du denn doch die jetzt runterhaust, dann ist sie doch futsch. Okay. Und vielleicht noch mal die Information bezüglich Schlag den Hänsler, das X-Tipp-Spiel. Wer gewinnt die Show? Die Buchmacher haben die Quoten festgelegt. Bei 1,9 stehen sie jeweils. Gewinnwahrscheinlichkeit also jeweils 50%, während Patrick hier den zweiten Stab da schön einsortiert, geht von oben nach unten, fängt mit dem Schwierigeren an und arbeitet sich jetzt runter. Er hat offensichtlich verstanden, wie wichtig es ist, dass die Stange gerade ist. Da fehlte nicht viel, da fehlte wirklich nicht viel. Und Steffen weiß, er muss jetzt mal angreifen, er muss ran. Das gefällt ihm nicht wirklich gut. Das kann ich nachvollziehen. Also wenn Patrick jetzt 3 Stäbe in Folge darauf legen würde, das ist Nummer 1, dann hätte er gewonnen. Denn Steffen hat das Spiel ja begonnen. Dadurch darf Patrick nachlegen. Und er liegt hier mit 3-0 Stangen vorne. 2 braucht er noch, um dieses dritte Spiel zu holen. Und ich glaube, den letzten macht er auch noch rein. Es geht heute Abend, nur noch mal zur Erinnerung, um 500.000, um 500.000 Euro. Und Patrick macht das richtig gut. Er macht einen guten Eindruck auf mich. Sehr gut. Sieht so einfach aus. Was denn du?
glaube, du musst nicht noch weiter. Vielleicht noch weiter Arme noch strecken mehr. Du hast immer auch so. Wie ein Curl, ne? Ich glaube, es ist leichter aus dem Körper als aus den Armen. Da hat man so viel Spiel in eins, zwei, drei Gelenke. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. So, neue Punkte haben wir. Und zwar sieht es jetzt wie folgt aus. Es steht 5-1.